hoffen halt, dass der hinten, wo der sich gedreht hat, dass er sich da nicht das Gefieder kaputt gemacht hat. Weil bei Mauerseglern ist Gefiederschaden unter Umständen tödlich. Die schlafen sogar in der Luft. Die sind immer in der Luft, ihr ganzes Leben lang. So geht's. Ich hatte nur vergessen, das hier vorher auszuklappen. Nein, das ist kein Blut, nein. Also hier ist schon allein deshalb gefährlich, weil ich habe ja schon, ich muss mich ziemlich weit rauslehnen. Das geht so gar nicht. Ich stehe ja hier wirklich mit der Leiter direkt an der Kante. Wenn die abrutscht, also wenn ich hochgehe, auf jeden Fall jemand hier den Fuß hinstellen und hier noch jemand festhalten, dass sie nicht rüberrutschen kann. So, ich dachte mal. Ach so, Moment. Hier muss ja jemand den Fuß hin tun. Wirklich am besten mit der Hacke. Ja. Ne, damit ich da nicht. Und vielleicht einmal hier festhalten noch zusätzlich. Ja. Ich merke schon, von hier komme ich. Oh, da komme ich gar nicht dran. Merkt man erst, wenn man oben ist immer. Ja. Ne, komme ich nicht dran. Oh, verdammt. Dann hätte ich jetzt. Von unten hätte ich es noch gedacht, aber. So. Ah, hier ist auch noch so eine blöde Leiste oben, dass es auch noch einschneidet. Gut, okay, also ich sag mal so, ich könnte jetzt die äußere Flügelspitze berühren, aber so, jetzt, wenn ich wenigstens sehen würde, wo der hängt, wir können mal Folgendes probieren. Wenn ich so reingehe. Probier mal kurz an einer anderen Stelle, ob ich die Dachrinne bewegen kann. Also wenn der an der Dachrinne hängt, könnte es sein, dass wir den damit rauskriegen, wenn ich diesen Ball hier aufblase. Nur dann sollte einer mit dem Kescher drunter stehen, weil falls er sich jetzt doch so verletzt hat, dass er abstürzt und dann kommt er unten an, dann ist er tot. Dann würde ich eben noch kurz einen großen Kescher aus dem Auto holen. Muss ich nur eben kurz gucken, wie lang der ist. Ja, okay. Aber das nützt. Obwohl, der hängt ja nicht. Nee, der hängt ja gar nicht an der Dachrinne. Nee, da ist ja Luft zwischen. Nee, der hängt mit dem Fuß irgendwo da oben. Verdammt, nee. So, okay. Von hier sieht es so aus, als käme man ran, aber wenn man oben steht, keine Chance. So, ich sag mal, die Feuerwehr kann uns hier eh auch nicht weiterhelfen mit dem Leiterwagen, das würden die nämlich machen. Aber das geht hier auch nicht. So, von oben kann ich nicht kommen, weil ich mich nicht über die Dachrinne abseilen kann, weil ich dann die ganze Dachrinne kaputt mache und im Zweifelsfall den Kohle auch noch einquetsche. Was ist, wenn ich von... Verdammt. Ich rufe mal eben... Können Sie die Leiter hier so hinstellen, statt ans Geländer? Ja, aber da habe ich die Schräge ja nicht mehr. Ja, ich kann es mal probieren, aber. Ja, aber ich sag mal, das hier ist schon das Minimum an Schräge, was man braucht. Probieren es mal. Okay. Naja, ich müsste sie tatsächlich. Ja, ehrlich gesagt, eine andere Möglichkeit sehe ich da gerade auch gar nicht. Aber ich kann es hier festklemmen. Also das klemmt gerade hier an der Stelle, jetzt unterm Dach und da. Wobei, also das darf man keinem erzählen. Das ist Kamikaze, ne? Weil ich sag mal, ich will trotzdem nicht runterfallen, auch wenn ich gesichert bin. Ne? Das ist... Weiter überlegen. Vom Bad aus mit einer Greifzange? Nee, das, ich sag mal, mit einer Greifzange rankommen ist nicht das Problem. Aber wir wollen ihm ja nicht das Bein ausreißen, ne? Wir wissen ja gar nicht, wo er festhängt. Ich vermute mal mit dem Bein. Nee, in dem Holz. Das hier ist auch nur eine Dachrinne hier, ne? Oder ist das betoniert? Nee, das ist glaube ich nur eine Dachrinne.
Ah ja, okay. Dann kann ich da die Leiter auf jeden Fall nicht reinstellen. Das ist natürlich auch schon wieder blöd. Dann haben wir nach da unten natürlich wiederum auch keine. Verdammt. Keine Stabilität. Das heißt, wenn ich es hier mache, und hier, das würde gehen. Nö, gerade geht's so. Okay. Gerade geht's. Ich, ganz ehrlich, bin da momentan auch noch eher skeptisch. Ja. Ich glaube nicht, dass ich dann, wenn ich da oben bin, mich so wohl fühle. Wobei, ich kann mich gegen die Wand abstützen, ne? Aber wir müssen mal gucken. Es ist einfach nur ein Versuch. Wie sieht das zeitlich aus? So. Habt ihr was vor? Okay, gut. Also ich habe jetzt nicht irgendwie Stress hier so. Das. Okay. Ja, okay. Einfach, ich würde mal sagen, hier auf der Sprosse. Und jetzt einfach dann ein bisschen dran ziehen, wenn ich drauf bin. Okay, das ist zu lang. So, Vögelchen. Eine noch, ne? Ah, wie hängst du denn da fest? Okay, zeig mal. Vielleicht jetzt mit dem Kescher mal drunter gehen? Ich positioniere den mal. So. Genau so bleiben. Eigentlich bräuchte ich jetzt meine linke Hand, aber komme ich nicht weit genug. So, zeig ich mal her. Ja, der hängt auf jeden Fall mit dem Bein fest. Ich weiß nicht wo. Ah. Ja, der hängt an der Schnur. Jetzt bräuchte ich mal am besten eine kleine Schere. Eine Nagelschere oder sowas. Kann ich den? Ja, ja, ich habe ihn in der Hand. Wo hast du denn? Die hätte ich mitbringen sollen, da habe ich nicht dran gedacht, aber. Geht auch eine normale Schere, das ist egal. Weil ich sehe die Schnur hier. Ich sehe die Schnur. Alternativ geht auch ein Messer, ein scharfes. Ich glaube, das ist sogar fast besser. Ich brauche ein scharfes Messer. Das ist gut. Messer einmal nehmen. Okay, jetzt komme ich langsam runter. Moment. Achtung. Okay. Machen wir mal kurz in der Wohnung. Nur, ich habe mir jetzt nicht. Achso, ich hänge ja noch fest. Dann machen wir es anders. Moment. So, Vögelchen, komm mal her.
Ja. Ich weiß, komm mal, ganz vorsichtig, ne? Ganz vorsichtig. Eieiei, na, das Bein ist ganz im Eimer. Das ist im Eimer. So, jetzt sag ich mal. Ich wollte dem Mauersegler gerade die Schnur abschneiden mit einer kleinen Schere, um die Spannung da aus dem Bein rauszunehmen. Dabei habe ich leider gesehen, dass das Bein gebrochen ist, was ich schon angenommen hatte. Aber der Knochen, der guckt so weit raus, so 5 bis 7 mm ungefähr. Und das ist bei so einem kleinen Mauerseglerbeinchen schon eine ganze Menge. Ich bin fest davon überzeugt, dass dieses Beinchen nicht mehr zu retten sein wird. Das muss amputiert werden. Das geht bei Mauerseglern, die kommen einbeinig gut klar. Die sind ja eh ihr ganzes Leben eigentlich nur in der Luft und die brauchen ihre Beinchen nur für den Anflug zum Nest, wenn sie einmal im Jahr den Nestbau betreiben und dann irgendwo unter der Dachrinne, unterm Dach irgendwo brüten. Und dafür brauchen sie ihre Beine, um sich da dann festzukrallen. Und das können die aber auch einbeinig. Das funktioniert, das weiß man. Und deswegen kann man diese Amputation hier durchführen und das Tier hinterher tatsächlich rauslassen. Das heißt, Mauersegler sind einbeinig tatsächlich wildbahntauglich. Und ich denke mal, dass das die Operation ist, die jetzt gemacht werden muss. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Bein in irgendeiner Form zu retten ist. Dafür sieht die Verletzung viel zu schwer aus. Ganz unten im Hof lag eine Nachbarin auf einer Liege und die hatte gesagt, dass sie vor 2 Tagen schon da was gesehen hatte. War sich aber nicht ganz so sicher, man konnte das von unten auch nicht gut erkennen. Es kann aber durchaus sein, oder ich gehe sogar fest davon aus, dass es tatsächlich so ist, dass der Mauersegler da vor 2 Tagen schon hing. Und dann hat er jetzt wahrscheinlich wieder ins Nest reingeschlafen, dann hat er versucht wieder rauszukommen und irgendwann hing er da und kam auch nicht mehr rein. Und deswegen ist das eben nicht so aufgefallen, weil er wahrscheinlich seit 2 Tagen davon mindestens betroffen ist, aber nicht 2 Tage auch unter der Dachrinne hing. Na? Und das ist heute erst bemerkt worden und dann haben die beiden Damen mich ja auch direkt angerufen, die da wohnen. Und ja, ich werde jetzt den Mauersegler sofort wegfahren in eine Wildvogelauffangstation und da ist morgen dann auch schon der Tierarzt da und der kriegt gleich erstmal Schmerzmittel und dann denke ich mal, können wir dem so gut wie möglich helfen.